Ciao amici! Wer Gorgonzola mag, wird dieses Rezept lieben. Macaroni al Gorgonzola. Was brauchen wir dafür? 150 Gramm Milch. Ihr könnt auch Sahne nehmen, aber das würde das Gericht ein bisschen sehr schwer machen. Also das liegt wirklich in eurem Ermessen. Ich nehme gerne Milch. Ein bisschen Parmesan, Pfeffer, Salz und natürlich Gorgonzola. Ich habe hier jetzt eine Sorte, die ist mit Mascarpone gemischt. Ihr könnt auch reinen Gorgonzola nehmen, das macht das Gericht noch etwas würziger. In diesem Fall ist es ein bisschen milder im Geschmack. Ich habe hier heute Macaroni al Ferretto fatti in casa, also handgemacht. Und ihr könnt natürlich jede beliebige Pasta dazu auch nehmen. Also sehr gut eigneten sich natürlich Spaghetti, Rigatoni, sehr geeignet. Ja, verschiedene. Macht nach eurem Gusto. Ich habe den Topf schon aufgesetzt. Sobald der kocht, sehen wir uns wieder. Mein Topf kocht jetzt, respektive das Wasser. Wir schmeißen jetzt die Macaroni hin. Das Wasser habe ich bereits gesalzen. Die können jetzt vor sich hin köcheln. Brauchen nicht so lange, dass es, die sind bereits ein bisschen vorgegart. So, lassen wir die hier mal ihrem Schicksal. Meine Milch kommt jetzt in die Pfanne. Dazu der Gorgonzola. Ich schneide mir den schon ein bisschen klein. Ich merke, ich habe gerade das Ganze ein bisschen auf zu hohem Feuer. Das macht nichts. So, und rein damit. Dieser Gorgonzola wird sich jetzt hier auflösen. Müssen aufpassen, nicht dass die Milch gerinnt. Und man sieht schon, wie das Ganze sich eindickt. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Noch ein bisschen mehr dazu. Perfekt. Mein Gorgonzola ist jetzt hier schön eingedickt. Man sieht es schon, wenn ich hier mit dem Kochlöffel reingehe. Das sieht perfekt aus. Ich nehme jetzt meine wunderbaren Macaroni. Sie sehr gut vom Wasser befreien. Und schmeiß sie in die Pfanne. Das Ganze aromatisiert jetzt schön untereinander. So, das schaut aus, eine Augenweide. Und wie das duftet. Oh, dieser Gorgonzola-Geschmack ist einfach der Hammer. Und es geht ans Anrichten. Auf den Teller damit. Ein bisschen Parmigiano. Ein bisschen Pfeffer. Ich bevorzuge noch ein wenig Petersilie. Ich habe das sehr gerne und das verleiht dem Ganzen noch eine zusätzliche Frische.
Macaroni al Gorgonzola. Buon appetito!